Hey Leute, hier ist Junoi und da Evans leider gerade verhindert ist, fange ich heute mal das schöne neue Video an. Ihr seht nämlich die neue Folge Let's Show World of Tanks mit uns beiden, stimmt's? Der Audio-Keks ist ziemlich dick. Ah, bei mir ist noch was ganz anderes, dick und fett, pass mal auf. Also. Wieso immer solche Sätze schon immer ganz am Anfang? Sowas kommt ins Intro. Nee, keine Ahnung. Auf jeden Fall, hier seht ihr meine neue Werbungen. Ja, ich muss wirklich sagen, neue Werbungen. Wir haben nämlich jetzt seit Ewigkeiten kein Let's Show mehr gemacht. Und ich habe jetzt ein E50M natürlich voll ausgeteckt. Wunderschöne Scheiße. Und dann habe ich noch eine Bad Ari. Die ist auch sehr geil. Ist letztens aber 80 Sekunden nach. Das ist nicht so geil. Naja. Und ich würde sagen, so als Freude an der Freude, fangen wir mal an mit der Badget Arti, weil es geht mir nämlich derbst auf die Eier, wie ungenau die Artis nach diesem Patch sind. So, du darfst reinklicken. Vielleicht werdet ihr es auch nochmal erleben, dass unser lieber Elfens in den nächsten 3 Jahren einen Zehner in seiner Garage stehen hat. Ich glaube es zwar nicht, aber boom, ich stehe mal fast ganz oben, das ist geil. Ich könnte mir vorstellen, irgendwann kommen hier so Matches zustande, wo du als Arti wirklich die einzige Zehner im Game bist. Dann holy. Das wäre nice. Wäre nicht nice. Wie ihr seht, habe ich noch ein bisschen Mod-free. Zumindest seht ihr meinen Reload-Timer nicht, weil ich weiß nicht, wie lange ich nachlade. Und ich habe noch keinen gescheiten gefunden. Mods habe ich mittlerweile schon so weit drin. XVM, lalala. Dann Winrate. Keine Ahnung, soweit habe ich das XVM nicht drin. Dann haben wir hier unten Geschossanzeige mit wie viel Runden ich noch im Magazin habe. Natürlich das Damage Panel überarbeitet. Die Minimap ist nicht überarbeitet. Sie sieht bloß so aus, weil diese Karte in diesem Patch auch überarbeitet wurde. Und hier sieht man im Badget, wie mobil das Drecksding ist. Evans, schau mal her. Guck mal her. Komm mal zu mir gefahren. Just for fun, wenn wir es können. Und aber hier seht ihr auch die neue dynamische Kamera, die geht nach. Okay, okay, das ist so geil. Glaube ich dir. So, dreh dich mal im Kreis auf 3. Moment. 1, 2, 3. Trollolol. Ich bin fast schneller wie du. Ich würde sagen, du hast aufgeholt. Nein, du bist schneller wie ich. Okay. Und weißt du, was das Gute ist? In der Zeit habe ich schon halb nachgeladen. Ja. Yeah. Ich ganz elephant. Yay, also das ist, diese Nachladezeit, seht ihr, die ist echt erbärmlich. Ich weiß auch nicht, was ich in der Zeit anstellen soll. Es ist einfach nur, du kannst dann mit der Badge einfach eine geile Position suchen und dann immer noch 10, 20, 30 Sekunden warten, bis du nachgeladen hast. Natürlich ist dein Scout. So, wir haben nachgeladen. Und ihr seht das große Fadenkreuz. Alter, das ist heftig. Ich traue mich auch noch nicht zu schießen jedes Mal, weil ich mich noch nicht an die neue Arti gewöhnt habe, wie ihr seht. Aber ich denke mal, der E75 bzw. der Tiger 2, der da hinten steht, die werden gleich eine fangen. Und jeder, der die Präzision kennt von den Artis, der sieht... Also war hier so ungeschützt, uncool. Lol. Jetzt war der schon tot. Und die Schusszeiten, Flugzeiten sind auch hochgegangen, ich weiß auch nicht auf wie viel. Und ich habe getroffen mit einem Critical Hit. Leopard 1. Kann den mit dem noch aufscouten für mich? Scout der Leopard 1, please. Lol, der Ding, der E100 hat schon ganz schön eingesteckt, ne? Der gegnerische. Der E100 hat schon ganz schön fett eingesteckt. Ah, das ist der gegnerische. Bin ich gut. Da ist der Leopard 1. Fahr vorwärts, genau, genau, weiter. Ja, lol. Ich glaube, ich bin aufgedeckt. Nein, noch nicht. Ich bin noch nachladen. Ach, ich mag die Badget Arti. Alter, wie mittlerweile der ganze Chat unbrauchbar ist, weil da nur noch Default-Dinger drin stehen, so Player Message Death from Shot Alive Enemy. Jawohl. Jedes Mal, bei jedem Kill.
Na geil. Finde ich gut. Para 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 pum pum pum. Ja, komm, die ganzen Titel. Ups, ich Ich wollte hab's eigentlich. verschrien. Ich hab's eindeutig verschrien. Ich geb's zu. Guck Oh, es mal. reicht. Will auch, will auch, will auch. Vor allem ich so, oh Gott, die ganzen TDs, die müssen ja. Seriously? Einen Kill klauen, mache ich nicht. Komm da dran an den. Nein! Die 28 gestorben. Hey Leute, ich habe gute Neuigkeiten. Ich habe übrigens jetzt eine 50% Win-Chance. Juhu, ich habe mich um 2% gestiegert. Oh yeah, Ich das habe mich um Challenge. 2% gestiegert. Das Deutsch, ey, das Da Deutsch, könnt ihr noch Apple. einiges Ach, ein lernen von Jagdtiger, den nehmen wir mal Leuten. den zuerst. Du hast auf den Jagdtiger geschossen, wie kannst du nur? Du bist ja erbärmlich. Hab ihn gekettet. Lol, ich bin halt echt frontal durchgekommen. Ich Nice. habe ihn getötet. Ich sehe nicht, wen du getötet hast, deswegen. Ja. Bin uncool, aber ich sehe ja, wer tot ist. Bop, 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 bop. Will der den E75 jetzt endlich mal töten, oder? Ach Ja, ist er schade, sonst endlich. hätte ich's gemacht. Ich Das hab noch zwei heißt Schüsse in meinem nämlich. Drecksmagazin. Zwei. IS-3 ist noch in dem Busch da. Der E75, wie wär's, wenn du mal vorfährst? Ich Zwei hab gehört, das Schüsse. soll ziemlich gut Ja, funktionieren, Handy dieses ist gut. Vorfahren. Zeigt mir die Gegner. Da hast du's ja und jetzt friss. LOL, vorbeigeschossen. Nein, ja, das hast du. Nein, ich muss nachladen. Das wird jetzt lustig. Ach Quatsch. Die sind halt alle im Wald, lol. Hab ein Viertel nachgeladen. Wie, die decken mich auf. Nicht töten, nicht töten, giftig. Hab schon einen halben nachgeladen. Fast. Müssen eh ein bisschen vorsichtiger gerade sein. Weil wir sind gar nicht mehr so gut, weil gegen den 9er TD brauchen wir was mit Durchschlag. Das hat doch. Jo, da ist Halb er. habe ich nachgeladen, halb. Komm, die macht sie noch nicht fertig, bitte. Ich will die noch. Halt dich noch ein wenig zurück, öffne es mit einem Schuss auf die Tortoise, bitte. Nein! Komm eh nicht dran, gerade steht hinter dem Hügel da. Komm, hast du jetzt oder Ich habe gleich nicht? nachgeladen. Ja, gleich ist nicht jetzt. Lass mich halt nachladen. LOL. Weißli? Ist halt genau der Stand, wo ich hingeschossen habe und ich nicht getroffen habe. Dich. Ach, läuft. Vorhin das Game auch schon wieder 4 Kills. Jetzt habe ich zwar nur einen, aber dafür hast du halt ein paar mehr. Das läuft. Lol. Ich liebe die Arti. Die ist cool. Ah, ist die nice. 1818 XP. Yeah, wieder Verlust. Ey, ich habe 23.000 Gewinn gemacht. Lol. 2000 Damage ist eigentlich ganz okay, würde ich zwar behaupten. Und ich habe nur Ketten beschädigt, so wie es So, aussieht. was spielen wir? Was spielen wir? Was spielen wir? Ich habe allen Leuten, die ich angeschossen habe, die Kette gezogen oder beschädigt. Das ist geil. Geil, 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 geil. Wie wär's mit einer Runde Neuner? Hat man gerade oder nicht? Nee, ich habe gerade Badget gefahren. Spielen wir mal Jagdpanther im Doppel wieder. Oder Panther 2. Jagdpanther 2 können wir spielen. Nein, Panther 2. Oder Jagdpanther, aber nicht Jagdpanther 2. Nee, ich. Mein Panda 2 ist Don't mittlerweile auch gut confuse bei der me. Sache. Na, hau ich mir Panda 2. Und danach eine Runde E50 zum Abschluss. Jo.
sehe ich genauso. Das ist ein guter Plan. Dann gehen wir heute einmal ohne IS-8 ins Abschlussgefecht. Oh mein Gott. Ausnahmsweise mal ohne das Flaggschiff von Yunoi. IS-8, so geile Games. Ich weiß nicht, beim IS-8 habe ich in den letzten Monaten eine Win-Chance von 90%. Und das ist das Panda 2 Matchmaking, wie wir es lieben. Ah, so muss das sein. Da kriegst du einen harten drauf. Ich lieb's. Da geht mal einer ab drauf auf sowas. Stehen wir wenigstens noch richtig schön beschissen. Ja, klar. So lächerlich. Weil man das eine dumme Drecksmap. Die dumme Drecksmap. Ist von denen irgendwas schnell? Ja, der T54 und der T71. AMX ist auch schnell. Also die sind alle schnell unterwegs, die Heinis. Drecks-Gay-Scheiße. Schwuchtel. So, jetzt ist raus. Drecks-Gay-Scheiße, ey. Und Schwuchtel. Oha, unausgebauter E50. Oh, der wird das Spiel lieben. Ist er echt unausgebaut? Ja. Yep. Kannst du mir bitte mal verraten, was ich gerade mache? Hier einen Keulen? Nein. Verdammt, aber meistens ist es richtig. Nein. Ich lass mir einen Keulen. Na. Aber wieso fahre ich hier lang? Weiß ich nicht. Wieso fährst du nicht einfach wieder zurück? Scheiße, da sind die Autoloader um die Ecke gebogen. Das ist doch unfair. Was machst du da hinten? Lol, wie ein ewig viel abreiben. Drolololol. Was war denn das jetzt für eine Aktion? Keine Ahnung, das musste sein. Was zum? Einfach nochmal um die neuen animierten. Geht's dir noch gut? Zum Glück sind wir auf dem Testserver. Nicht. Psst. Jawohl. So läuft es hier bei uns. Kein Bock aufs Game, fahren wir einfach mal blöd rein. wie war das? Kein Bock aufs Game und so? Seriously, vor allem wieder immer in voller Fahrt, ne? Ah, wie er dich halt gesehen hat und wie es halt nur eine Arti gibt und da BAM! Haha! Was zum? Ah, an der Seite geil. Abgeprallt, seriously! Es ah, ist ich geil! Ich bin raus aus dem Game, also ohne Witz, ne? Panda 2 for the win! Wir fahren wieder neu, ne? Da kann wenigstens jetzt. Warum ist mein Super Machine Gold? Lol, was kann ich jetzt hier einstellen? Lol. Komm jetzt hier, E50, einloggen. Okay, interessant. Warte mal, ich muss meine Panda 2 Statistik finden. Find. Panda 2. Durchschnittlicher Schaden pro Spiel 1073. Mit 273 war ich da mit Sicherheit jetzt ganz gut dabei. So, hier, ein Schätzchen. Und dann geht's rund mit dem Kind. Ach ja. Übrigens, meine E50-Statistik war die ersten 4 Spiele auf 100% Siegrate und dann beim 17. Spiel habe ich endlich das Panzer ausgemacht, war bitter nötig. Und das war sehr nice. Ich habe Wachposten schon einmal mit dem bekommen, Krieger bekommen. Oder wieso gibst du wieder so viele 10er-Panzer bekommen? Hey, wir haben eine Badge-Hat. Ich habe langsam das Gefühl, es gibt so viele 10er-Panzer im Game. Es gibt nur noch 10er-Panzer überall. Ja, wer will den 9er Panzer spielen? Hm. Weil, wieso haben wir eigentlich 2 Zehner weniger als die? Weil wir eine Arti haben. Super. Und scheiß Zehner und die brüllen mit ihren Zehnern uns zusammen. Ach ja, ich muss ja mal E7 fahren. Die haben wir jetzt diese Durchschlagsrate von 5 Grad auf 2 Grad runtergesetzt. Also die. Wie heißt das? Die Schussnormalisierung. Dass die Schüsse durchschlagen, obwohl du 5 Grad zu steigen Winkel anfliegst. Ach so, von 5 auf 2 Grad. Ja, und jetzt müsst ihr mit deinem IS-7 viel Bouncer bekommen, weil im Panda 2, ich hab mich ja auch gerade gewundert, die T57 und die Objekt 268 sind nicht durch beim ersten Schuss. Zumindest die Objekt 268 nicht, das hätte ich nämlich gespürt. Brumm, brumm, ich bin 9E50. Wieso kriegen wir eigentlich nur so Game-Maps, die so mini sind, wo du sofort von allen Seiten beschossen wirst, wenn du einmal aufgehst? Das ist Mystery. Wieso fährst du nach da hinten, wenn du Medium-Tank bist? Weil ich von hier oben runterschneibe und erstmal mir Damage upon Spotting hole. Und erstmal vorne GB-Tiger in den Nutzfeld will. Ja.
Das wird ein super Plan werden, bin ich Hör mir mal sicher. erstmal, ich verstehe nicht, wieso die alle so bescheuert fahren überhaupt. Oh, die wie viele, ey, Yeah, noch. ich habe Gegner aufgedeckt und ich habe noch, mich hat noch niemand aufgedeckt, das ist doch Ski. Oh, wie ist das Ski? Ach, der E50 hat mich getrollt, E75. Es gab einmal ein Männchen, das zog sich an seinem Schwänzchen. Alter. Die Songtexte werden immer besser, ich sag's euch. Ja, wir sind doch kreativ, kommen und so. Ja, schießen weg. Komm nicht ran. Arti, Komm nicht Arti, ran. Arti. Ah. Oh, die Badgett freut sich. Aber jetzt die Arti beschäftigt, jetzt kann ich hier rausfahren. Ja, die Arti freut sich, die Badgett freut sich. Das ist doch geil. Ausgebrannt, ausgebrannt. Der deutsche Panzer ist ausgebrannt. Minimalschaden am IS Abgeknallt. A8. Komm auf dem IS-8, bitte. Mach ihm die Ketten weg, bitte. Bin dabei. Okay, die Ketten sind weg. Das mache ich mir fertig. Bin ich gut. Lol, willst du mich verarschen? Diese Russen haben so einen Dreckslack. Hallo, lass mich fahren. Dann nicht. Ja, Arti. I love you too. Ich hab sowieso nicht, dass wir das gewinnen können mit so wenig Zehnern gegen die. Wieso deckt der mich auf, der Spaß? Das geht doch nicht schon wieder gekettet. Und auch da, wo die Arti hinschießen kann, muss mich verarschen. Jo, wäre ich tot. Wenn das jetzt gekillt, IS-8. Nee, E5. Dein scheiß Geschützrohr regt mir voll im Bild. Könntest du ja wieder jemanden den GW-Tiger töten? Das ist doch Wahnsinn. Nö, keine Lust. Soll ich dir verraten, dass der IS-7 nicht gleich schrottet? Macht er nicht. Lol, T95 ist an mir gebaut. Troller Was ist jetzt der Blöd zum Schießen oder was? Mann. Fail. Das war mal ein ziemlich dummer IS-7. Ach komm schon. Russische Medis sind voll bouncy. Ja. Ja. Genau. Willst du nach dem Spiel noch ein Spiel machen? Können wir schon? Oder nicht? Mir statt gleich. Du musst das rendern. Ach, ich render jeden Scheiß, solange er nur scheiße geil ist. So viel kleiner Versagerpen da oben. Scheiße vom Herrn, ey. Ja. Wieso dreht denn der sich drauf? Critical Hit? Ich lieb's. Nur weil es ein T62A ist oder was? Das ist doch geil. Zum Glück hat er mich nicht gesehen. Ach komm schon.
Da liest du dir nicht gerade den Chat ein bisschen durch. Da. So lächerlich, der Kerl. Oh, jetzt hat er mich aufgedeckt. Ist es normal, dass der Scout bei unseren Artis ist? Ja. Fail, Budget. Die Arti müssen doch immer Tourkosten haben, ansonsten wär's doch zu blöd. Die sollen alle keinen Spaß mit dem Arti-Fahren haben. Schade. Nice one. Ich hol mir alle Cap-Points, die ich haben kann, mit. Bam, 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 bam. So, was gab's denn? 1177 XP, 10.000 plus und den dritten Platz im Team. Du hast Scheiße gebaut. Ja, weil ich getrackt war und mein Reparieren nicht funktioniert hat. Ich habe 5 gedrückt, dann ging das Ding auf und dann 5, 5, 5, 5. Nö, gut, okay, dann nicht. Alles klar, dann spielen wir jetzt eben was anderes. Was willst du denn gern? Ach ja, übrigens 2 Hangareien, damit meine Panzer jetzt besser gelistet sind. Das ist sinnvoll. So, was ist jetzt los hier? Welchen spielen wir? Wir spielen jetzt Fun Tank. Oh. Ja, Junois Wort hat irgendwie gerade gemeint. Nee, ich habe keine Lust mehr zu funktionieren. Okay. Dann eben bis später. Und ich muss euch sagen, dem Spiel gerade eben, ich war 4 Minuten zu spät und stehe erfahrungstechnisch und schadenstechnisch ganz oben. Ja, und wer steht an zweiter Stelle? Du. Ja, hallo. Aber was hat das restliche Team gemacht? Keine Ahnung, die haben sich an den Eiern gekrault oder so. Ja, ist nicht so, als würden wir das nicht tun, aber wir können dabei noch spielen. Richtig, wir brauchen... Tja, ne? Wo und hast du deine dritte Hand her, ey? Tja, Tschernobyl, Tschernobyl, Freunde, Tschernobyl. Roter Ballon, just went live, WOT. Also er hat einen Stream gestartet. Ist das nicht nice, blüht der NC, ja. Wer, Baiko oder was? Nein, roter Ballon ist der Hex. Deck. Jawohl. Warte mal, ich muss I mal... Don't care. Wenn ich I zu... love it. I don't. Was bist du? Zu Hacke, ja. Ich bin Hacke dicht, Hacke voll, ich mach alle Hacke proll. Was gibt alles einen Sinn, ja. Und die Tarnung hat sich verändert. Die Tarnung hat sich verändert auf dem Jagdpanda. Die Tarnung sieht anders aus. Die sieht jetzt gut aus. Davor sah sie ja sowas von bescheuert aus. Ich habe mich sowieso gefragt, wieso ich die gekauft habe. Aber sie sieht gut aus. Und es gibt neue deutsche Tarnung. Hast du die schon gesehen? Die ist episch. Nein, habe ich nicht gesehen. Musst du sehen. Aber es ist natürlich schade, weil sie natürlich episch ist. Es gab mal eine Zwiebel, die wollte nach Afghanistan. Und als sie wieder ankam, da waren schon die Ameisen an ihr dran. Zwiebel. Lol. Das ist mir neu. Lol. Ja, Sichtsystem. Trollolol. Trollolol, Bitches. Du hast doch eh keine Sichtreichweite. Tu nicht so. Der Sicht, der steht 60 Meter oder wie viel? Ja, 60 Meter vor mir und ich decke ihn nicht auf. Und er schießt mich einfach mal an und dann wird er 3 Sekunden später sichtbar. Was soll denn der Scheiße? Munilage, ernsthaft. Da ist ein KV-1, also der macht mich jetzt gleich nass. Ja, im 12. Leck meine Eier. Kann der M5 in der oben wieder mal aufdecken? Bin tot. KV-1, S-Power. Läuft. Ach doch, nicht mal KV1S. Bast, gibt nichts Besseres. Irgendwie nichts Besseres. Hätte ich das T14-Gefecht aufnehmen sollen, anstatt das Jagdpanda-Gefecht, weil das war um einiges geiler. Dachte ich mir fast auch, ja. So, ich muss mal ganz kurz mich mit meinem E-Mail-Account anmelden, weil ich bekomme gerade E-Mails, die ich nicht mag. Zwei Kills und the Bitches. O-N-D-E-D. Ich hab sie alle, Pokémon. Du hast sie abgezogen. Mir ist so scheiße warm. Ich mach jetzt meinen Lüfter an. Maximal 31,7, immer noch. So, ich
verabschiede mich schon mal an dieser Stelle, weil mich hört ihr jetzt nicht mehr. Ich mache nämlich jetzt meinen Lüfter an und dann wisst ihr, wie der sich anhört. Weil das könnt ihr nicht ertragen. Der hört sich nämlich genau so an. Und das hört ihr dann die ganze schöne Zeit. Ja. So läuft es. Bist du eigentlich auf mir drauf mit deinem Ding oder guckst du dir gerade Penisse an? Okay. Na gut. Als bisschen. Okay, dann halt nicht. Duckies, Duckies, Duck. Was macht denn die Stu? Ene, mene, mu und Stu. Raus bist du. Komm schon, beweg deine Klöten hier raus. Ich sehe die nicht. Annette, ich sehe die nicht. Warum treffe ich die dann auch nicht? Ach komm. Uncool, verdammt uncool. Ja, bitte zurück. Ja, wir haben verstanden, dass du die anpingen kannst. Ausgezeichnet, super gut. Nein, IS, ich will nicht. Deine Mutter will mich. Nein, du gehst hier. Du kommst hier nicht. Vorbei! Du kleine Hure, du! Und jetzt werde ich von der Arti gesnackt. Ich laufe hier zu Höchstformen auf, ich sag's euch, Leute, ich sag's euch. Du, du kleine Hure, du kleine miese Hure, du. Hab ich dich an den Eiern gehabt, du kleine miese IS-Sau, du. Ja, da ist ein Haus. Danke, Juna. Ich war gerade am Schreiben, Mann. Spast. Macht sie kaputt. Bitte, macht sie kaputt. Ihr habt gesagt, bitte. Hallo, ich hab sogar bitte gesagt. Finde ich jetzt echt uncool von euch. Ich hab sogar bitte gesagt. Hallo? Beweg dich. Snackety Snack. Das wäre jetzt die Boulder gewesen, weißt? Das wäre jetzt die Boulder.
ich werde die M37 mir snacken. Krieg ich, glaube ich, auf jeden Fall. Huh, 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 huh. Das Game, weißt du, das Game. Das wird so krass Überlänge haben, das Video, aber es ist nicht meins. I don't care. Ach du Scheiße. Ach du lieber Kakadu. Nicht als hätte ich was gegen Kakadus, aber... Komm, Süßer. Kuscheln. Kuscheln. Ich muss die sehen, damit ich sie töten kann. Und damit ich sie töten kann, muss ich sie sehen. Ich krieg die echt nicht. Ich krieg die nicht. Halten die eigentlich davon, die aufzudecken? Ja, das ist mir klar, dass die hinterm Haus steht, du Nudel. Obersniper-Schuss. LOL! Da hat ein Millimeter rausgeschaut. So viel. So viel wie Junois Penis hat er rausgeschaut. Das Schlimme ist, er kann sich jetzt gar nicht mal wehren. Holy shit. Holy shit. Meisterhand. Panzerbrecher. Radley Walters. Krieger. Das sollte definitiv genug sein. Jo, Leute, das war's. Das war's für das Video. Das war's. Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Auch schöne Grüße von Junai und so. Viel Spaß, bis zum nächsten Mal. Haut rein.